Heute kümmern wir uns ja um diese schnelle Nudelpfanne mit Rosenkohl. Also wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Wir fangen jetzt mal an mit der Butter. Und die Nudeln habe ich jetzt schon vorgekocht. Dann habe ich hier Rosenkohl, Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe das einfach jetzt so zerkleinert, weil ich hatte den Rosenkohl tiefgefroren und der wäre mir zu hart gewesen, um ihn zu halbieren. Ihr könntet ihn auch einfach nur halbieren, wie man möchte. Dann können wir mal weitermachen. Ich habe das jetzt so 6-7 Minuten anbraten lassen. Jetzt geben wir noch Schinkenwürfel mit dazu. So, hier habe ich mir übrigens vorhin ein bisschen Kochwasser von den Nudeln weggenommen, weil da ist ja jetzt ein bisschen Stärke drin, da bindet es auch ein bisschen, und Gemüsebrühe. Also im Rezept stand eigentlich Weißwein, aber das wollte ich nicht und deswegen habe ich jetzt einfach Gemüsebrühe genommen. Genau, dann geht es weiter mit etwas Zitronensaft, Schlagsahne, Parmesan, und dann kommen die Nudeln mit dazu. Ja, und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal. Mmh. Super. Super, super, super lecker. Und total einfach und schnell gemacht. Also, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Daher macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!